Benjamin Lade, mit der Nummer 12 David Giermann, mit der Nummer 13 Milan Rehus, mit der Nummer 14 Marlon Fass, mit der Nummer 15 Benedikt Huber, mit der Nummer 16 Thiago Poller und mit der Nummer 17 Leonard Krasnicki. Ja, begrüße ich möchte auch noch das Schiedsrichter spannen. Das Spiel steht unter der Leitung von Sebastian Hitzberg. Ihm assistieren an der Linie Torben Huss und Dustin Martin. Thank you.
Spitzenspiel mit Offensivpower. Die Bayern auf Platz 2 können zumindest bis Sonntag auf Platz 1 der Bundesliga-Staffel Süd-Süd-West ziehen. Und die TSG Hoffenheim, aktuell auf der 8, könnte heute mit den Bayern gleichziehen und damit an die Spitzengruppe aufschließen. Spannende Voraussetzung und damit herzlich willkommen zum 5. Spieltag der A-Junioren-Bundesliga-Staffel Süd-Süd-West. Das Topspiel hier auf DFB-TV zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München. Ja, ich habe es gerade schon angekündigt, die Bayern, die wollen an die Tabellenspitze, können das bis Sonntag zumindest mit einem Sieg hier heute erreichen. Hoffenheim kann zurück an die Spitzengruppe und dazu sehen wir ein Duell zweier Top-Offensiven. Es spielen die Bayern mit den meisten Toren bisher in dieser Saison, 13 an der Zahl, gegen Hoffenheim mit den drittmeisten, 11 Tore. Also freuen wir uns hoffentlich auf ein torreiches Spektakel hier im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim. Und jetzt wollen wir auch schon gleich draufschauen auf die Aufstellung. Da macht die Länderspielpause beiden Teams zu knabbern. Einige Topspieler sind ausgelaugt und wir fragen uns, wer verkraftet das besser? In Hoffenheim gibt es keine Änderung trotz Länderspielpause. Die Startelf genau die gleiche wie im Pokal gegen Dortmund. Ein 3-4-3 mit Ball, ein 4-4-2 gegen den Ball wird da gespielt. Im Tor ist Gebert wieder im Tor. Philipp war ja zuletzt in der Liga am Start, aber Gebert da die etatmäßige Nummer 1. Marlon Fass trotz Dreierpack im Testspiel nicht mit dabei. Für ihn vorne Max Mürstedt, der aktuelle Top-Torjäger der Liga, also Augen auf die Nummer 9 der TSG Hoffenheim, hat schon 4 Saisontore erzielt. Das Team von Tobias Nobemeier. Und dann wollen wir auch schon gleich draufschauen auf die Startelf des FC Bayern München. Das Team von Michael Hartmann geht mit folgender Elf ins Rennen. Max Schmidt, der amtierende U17-Europameister mit der deutschen Nationalmannschaft, der Nationaltorhüter. Auch die Nummer 1 beim FC Bayern. Lennart Becker mit der 6, der Kapitän. Dann haben wir 3 Änderungen. In der Innenverteidigung spielt Davich, weil Wimmer bei der U23 ist, und Asnu, weil Manuba bei der U23 ist. Außerdem Scott neu aufgerückt. Das die. Ja, und ich grüße nochmal beide Mannschaften ganz herzlich hier bei uns im Hauptstadion. Unser Gast ist den Bayern München mit dem Trainer Michael Hartmann und dem Spielführer Lennart Becker. Und natürlich unsere TSG Hoffenheim mit unserem Trainer Tobias Nobemeier und unserem Spielführer Kelvin Fries. Begrüßen möchte ich auch ganz herzlich das Schiedsrichtergespann. Das Spiel steht unter der Leitung von Sebastian Hilsberg. Hier haben wir die Schiedsrichter der heutigen Partie. Sebastian Hilsberg aus Mainz wird das Spiel leiten, pfeift sonst Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar und die Verbandsliga sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Hessen. Ihm assistieren die beiden Linienrichter Torben Huss und Dustin Mattern. Und die beiden Kapitäne Lennart Becker und Hennes Behrens mit einem kurzen Shakehands, bevor es dann ans Einschwören geht auf das Spitzenspiel an diesem 5. Spieltag zwischen den Top-Offensiven, die beste Offensive der Liga, die Bayern, gegen die drittbeste aus Hoffenheim. Die TSG ja zuletzt furios gewonnen im Pokal gegen den BVB, mit 6:0 weitergekommen. Bei den Bayern auch im Huddle vor dem Spiel die Ersatzspieler mit dabei. Da wird der Zusammenhalt groß geschrieben. Das Einschwören auch wichtig, denn schließlich könnten die Bayern mit einem Sieg hier heute die Eintracht aus Frankfurt überholen und zumindest bis Sonntag auf Platz 1 in der A-Junioren-Bundesliga-Staffel Süd-Südwest ziehen. Das Wetter ist tipptopp hier in Hoffenheim. Es hat 25 Grad, leicht bewölkt, die Sonne scheint ins Stadion und auch der Platz ist tipptopp gepflegt, in bestem Zustand. Das diesen beiden offensiven Teams hier sicher zugutekommen wird. Die Bayern starten in den weißen Trikots von rechts nach links. Ja.
Hoffenheim kombiniert sich da ein erstes Mal schon durch, aber der letzte Pass dann auf Mürstedt doch etwas zu unpräzise. Makanda, der da ein erstes Mal versucht, den Top-Stürmer in Szene zu setzen. Darf ich? Zuordnung, eng. Nicht zu tief, nicht zu tief. Der FC Bayern München, wie immer auffällig jung besetzt, auch in dieser Saison der U19-Bundesliga. Nur ein Spieler heute im gesamten Kader, der den 2005er-Jahrgang hat. Das ist aktuell der älteste erlaubte Jahrgang bei den A-Junioren und das ist der Kapitän Lennart Becker. Alle anderen Spieler hier aus jüngeren Jahrgängen stürmen jetzt ein erstes Mal über Scott Dea, neu in der Startelf, und die Bayern spielen sich die erste Ecke heraus. Nee, kein Hoffenheimer mehr zuletzt am Ball gewesen. Insofern gut geklärt von der TSG. Schmidt. Ja, lockere Linie des Schiedsrichters bis hierhin. Hilsberg sagt weiterspielen, da nach diesem Kontakt da auf der Außenbahn. Die TSG überlässt den Bayern bisher viel den Ball, wartet ein bisschen ab in der Defensive, aber die Bayern, die schaffen es auch bislang nicht, da hinzukommen, wo es wirklich gefährlich wird. Jetzt der leichte Ballgewinn für Hoffenheim und die Möglichkeit zu kontern. Allerdings dann die Abseitsstellung von Melvin Onos. Ja, Hoffenheim ist da defensiv variabel. Hat in der Liga in den ersten vier Spielen in den meisten Phasen ein sehr aggressives Angriffspressing gespielt. Gegen Dortmund beim 6-0-Sieg im Pokal war das dann anders. Da war die TSG doch deutlich passiver, hat abgewartet. Hoffenheim kommt. Dortmund kommen lassen und dann immer wieder schnelle Konter gesetzt. Also das wird sicher spannend sein, heute zu beobachten, wie die TSG da defensiv vorgeht. Bislang lassen sie den Bayern da auch etwas mehr den Ball, als sie das so an den ersten vier Spieltagen bei den Gegnern gemacht haben. Darf ich? Nein, das war natürlich Erdal. Henrich nicht zu halten, gegen alle, immer noch Henrich. Ja, verpasst da abzuspielen, Paul Henrich, auf Max Mürstedt, der auch noch mitgelaufen wäre. Aber das ging echt zu einfach hier für Henrich, hat sich den Ball dann allerdings ein Stück zu weit vorgelegt. Insofern warten wir hier weiter auf den ersten Torabschluss. Höher
anpassen. Kontakt bisschen, ja. Gut, 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 jetzt kannst du mal gehen. Gut, jetzt kannst du mal gehen. Ja, mehr ein bisschen. Ja! Tiefer, tiefer rein! Ja, ja, ja! Super, ja! Lars Strobel bei der TSG. Bisher immer durchgespielt, festgesetzt in der U19. Heute Teil einer Dreierkette. Zumindest, wenn Hoffenheim den Ball hat, dann gegen den Ball. Dann rückt Behrens noch zurück, dann wird die Dreierkette zur Viererkette. So wie jetzt im Aufbau der Bayern, wo die TSG wieder abwartet. Scholl. Paul Scholl nicht verwandt mit Mehmet Scholl. Da haben jetzt die Bayern ein erstes Mal Platz. Die Zina. Der Abschluss dann allerdings viel zu ungefährlich für Ferdinand Gebert. Aber schöne Täuschung. Und immerhin mal eine erste Annäherung hier der Bayern. Maximilian Hennig, der Stammlinksverteidiger des FCB, amtierender U17-Europameister mit der deutschen Nationalmannschaft. Lennart Becker gibt ja auch einen prominenten Becker bei Hoffenheim, Finn Ohle, auch die beiden nicht verwandt. Henrich Fernandes auf Asp Jensen und da greift der Schiedsrichter ein erstes Mal ein. Gut, Pressing, Junge.
Ja, energischer Zweikampf und ich meine, da war so ein Packen an der Schulter von Direndaktiviren gegen Asp Jensen insofern. Ja, Max, ein bisschen. Okay, diesen Zweikampf da zu unterbinden vom Schiedsrichter. Aggressiv angelaufen da von Henrich. Bayern halten aber den Ball. Maximilian Hennig. Und da aktivieren wieder aggressiv. 3 auf 2, wenn schnell geht's. Ball durchgesteckt zu Mürstedt, aber Schmitz spielt mit. Ja, starker Zweikampf von Direndaktiviren. Da hatte Hennig auch viel Platz. War wichtig, da dazwischen zu gehen. Auch das ein hartes Einsteigen. Der Schiedsrichter zögert etwas, pfeift dann. Präziser Freistoß da gespielt. Und da gibt es das nächste Foul. Geahndet mit der gelben Karte. Blessing Markanda, da schön durch gewesen, stolpert dann über die Beine seines Gegenspielers. Müsste Asp Jensen gewesen sein, der dafür gelb sieht. Und damit eine gute Freistoßmöglichkeit für die TSG Hoffenheim, da knapp außerhalb des Strafraums wird sicher indirekt per Flanke kommen. Und das war bei den Bayern bislang immer wieder gefährlich in dieser Saison. Haben schon 2 Gegentore kassiert, die Bayern, nach indirekter Freistoßausführung. Michela übernimmt, findet da auch einen Teamkollegen, aber der Kopfball dann zu unpräzise gestört, auch von vielen Spielern, die da eng dran waren. Trotzdem schöne Flanke von Michela. Die erste Viertelstunde hier gleich gespielt im Topspiel der Staffel Süd-Südwest. Das Spitzenspiel mit der Offensivpower, von der wir bislang noch nicht so viel gesehen haben. Die Bayern können mit einem Sieg auf Platz 1 springen. Die TSG Hoffenheim kann an die Spitzengruppe aufschließen, mit den Bayern gleichziehen in der Tabelle. Für beide also ein wichtiges Spiel und bislang zwischen 2 der besten Offensiven der Liga hier wenige Offensivaktionen, also gerade bei Hoffenheim dieser erste Abschluss da mit dem Kopfball nach Freistoß, die Bayern einmal durch gewesen über rechts, ansonsten ist das noch viel Abtasten hier, beziehungsweise viel den Ball den Bayern überlassen von Seiten der TSG, die Münchner kommen lassen, die da aber bislang noch nicht so richtig die Wege vors Tor finden, weil Hoffenheim da defensiv gut steht.
Andererseits haben sich für Hoffenheim aber bislang auch noch nicht so die wirklich guten Kontergelegenheiten geboten. Vielleicht mal jetzt die Bayern über Scott, über links. Hennig. Becker ist durch. Schöne Weiterleitung. Und viel Tempo kommt da immer wieder über Henrich bei der TSG. Pass in die Spitze auf Mürstedt. Erste Riesenchance hier. Schön in Szene gesetzt und Glück für die Bayern, weil für solche Dinger ist Max Mürstedt normalerweise gut. Aktuell der beste Torjäger der Staffel Süd-Südwest, hat schon 5 Tore erzielt, 2 zusätzlich im Pokal gegen Dortmund und auch eines schon bei den Profis. Max Mürstedt hat da gespielt beim 3:1 Heimerfolg hier im Dietmar-Hopp-Stadion der Profis der TSG gegen Luzern und hat da, kein Treffer erzielt, er hat einen aufgelegt. Einen Treffer aufgelegt für Finn Ole Becker. Also auch schon bei den Profis offensiv mitgewirbelt. Und das war seine erste gute Möglichkeit jetzt, die Bayern, aber da entscheidend gestört. Er spielen sich jetzt zumindest den ersten Eckstoß. Wir sind bereit, Paul, bereit! Zweiter versucht, den Ball noch mal reinzubringen. Lennart Becker, Xavi Fernandez, bisher noch relativ unauffällig gewesen, Fernandez, er aktuell der zweitbeste Torschütze der Liga, hat nur ein Tor weniger erzielt als Hoffenheims Mürstedt. Kontakt, Kevin, Kontakt! So, Scott mit dem Ballgewinn und da ist jetzt Platz. Lizina. Fernandes. Aber die TSG ist da auch wieder schnell hinter den Ball gekommen. Und da standen die Hoffenheimer bislang gut. Michael Scott. Abseitsstellung da gewesen von Mürstedt. Ist da, sehr gut. Zack, ist da. Oh.
Becker. Asenu kann den Ball da nicht kontrollieren. Da haben wir den Trainer der TSG, Tobias Nubbelmeier, kam neu zu dieser Saison von der Philadelphia Union Academy und war auch bei RB Leipzig, hatte da Ralf Rangnick als seinen großen Mentor, so beschreibt er ihn zumindest, und will so ein bisschen wieder den Rangnick-Fußball, der Hoffenheim auch über viele Jahre geprägt hat, wieder hier zurück zur Akademie bringen. Also viel auf spielerische Lösungen, auf Ballbesitz setzen, aggressiv spielen mit Leidenschaft, dass die Punkte, die er einbringen will. Und das war ein klares Foul da. Also der nächste aussichtsreiche Freistoß für die TSG und kann gut sein, dass es da auch wieder eine gelbe Karte geben wird. Ja, so sieht's aus. Der Schiedsrichter, der winkt Asenu noch mal zu sich. Aber belässt es bei letzten mahnenden Worten. Florian Micheler, der hat den Ball ja eben schon mal gefährlich reingebracht. Andere Option wäre Paul Henrich, um den Ball da gefährlich in den Strafraum zu bringen. Michela wieder. Und Hoffenheim bleibt in Ballbesitz. Gebert spielt mit. Lars Strobel immer wieder mit weiten Einwürfen. Markanda, Michela, Schmidt ist da. Wieder Schmidt. Darf ich? Becker. Kommt da nicht durch. Und vor solchen Ballverlusten sollten die Münchner sich hüten. Melvin Onos. Eigentlich Teil des klaren Matchplans der Bayern hier, weil die wissen, wie stark die Hoffenheimer im Umschalten sind. Der TSG so wenig wie möglich einfache Ballverluste geben, das war gerade mal so gar nichts. Und das war auch wieder dann doch recht leicht. Aber Hoffenheim muss nochmal über hinten aufbauen. Strobel. Gute Entscheidung, fertig. Ja, bleibst hoch, Hände dahinter. Oh Gott, Junge! Hände, Hände, Hände! Marvin Onos. Markanda. Lass wieder wach, ja, kommt, Junge.
Patertreffer da in Ramsak. Spiel läuft weiter. Und jetzt rutscht Scott da gleich zweimal weg. Dann machen wir hier den Zweikampf. Ja, das war ein hartes Einsteigen. Also Glück, dass es da nicht mal einen Freistoß gab für die Bayern hier. Robert Ramsak am Schienbein getroffen. Auch er, amtierender U17-Europameister, war sogar der Torschützenkönig bei der EM, hat in 6 Spielen 4-mal genetzt für die deutsche Nationalmannschaft. Wichtiger Eckpfeiler im Spiel der Bayern. Und Mitte der ersten Hälfte gibt es hier nicht nur eine kurze Behandlung, sondern auch eine kurze Trinkpause. Falls sich der ein oder andere fragt, habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, da war kurz Tom Stark im Bild. Er, der Torwarttrainer bei der Bayern U19, hat ja bei den Profis sowohl für die TSG Hoffenheim als auch für den FC Bayern München gespielt. Scott. Scholl. Fernandes. Makanda. Mürstedt, kann er den Ball da halten im Sprintduell? Mürstedt setzt sich durch. Und da ist das 1:0 für die TSG. Max Mürstedt auf Melvin Onos. Das Spiel schien da gerade so ein bisschen eingeschlafen und jetzt haben wir hier das 1:0. Wieder hat Hoffenheim die Bayern spielen lassen und dann zugepackt wie eine Katze. Max Mürstedt mit dem genialen Kontakt legt sich den Ball selbst vor. Im Sprintduell schneller als Maher Davig und Onos dann im Rückraum frei mit dem 1:0. Hat im Pokal gegen Dortmund schon ein Treffer erzielt. In der Liga ist es sein erster. Und so hat sich hier ein erstes Mal die Offensivpower gezeigt im Spitzenspiel.
die Bayern jetzt nicht mehr mit der Chance aktuell auf Platz 1 zu kommen bis Sonntag. Dafür bräuchten sie einen Sieg und Hoffenheim würde durch einen Sieg ihrerseits mit den Bayern gleichziehen und nach zuletzt zwei Niederlagen in der Liga wieder zurück an die Spitzengruppe aufschließen. Bislang gleich nochmal gefährlich. Markanda schickt Mürstedt. Mürstedt gegen Schmidt. Mürstedt kaltschneuzig 2:0. Max Mürstedt, einen Treffer aufgelegt, ein Tor selbst erzielt. Er zeigt, warum er zuletzt für die Profis gegen Luzern im Testspiel ran durfte. Sechstes Saisontor, Max Mürstedt. Damit ist und bleibt er der beste Torschütze der Staffel Süd-Südwest. Und wieder Hoffenheim einen Konter. Eiskalt ausgespielt. Markanda auf Mürstedt, der da sträflich frei ist. Und der lässt sich so eine Chance nicht nehmen. Die TSG Hoffenheim überlässt den Bayern hier viel den Ball, lässt die Bayern spielen. Aber in den entscheidenden Momenten packen die Hoffenheimer zu. Die Bayern schaffen es nicht, durch die gut stehende Defensive da vors Tor zu kommen. Und Hoffenheim jetzt zweimal aus Umschaltmomenten zwei Tore erzielt. Die Kaltschnäuzigkeit, die in den letzten Spielen in der Liga bei Hoffenheim auch so ein bisschen gefehlt hat, die scheint jetzt zurück zu sein. Und obwohl Bayern hier mehr den Ball hat, muss man sagen, die Führung für Hoffenheim nicht unverdient, dass es jetzt so schnell hier sogar schon 2:0 steht, dann doch überraschend. Dann sag ihm das, ist okay. Ja, Hoffenheim in der Liga ja zuletzt zweimal unglücklich verloren gegen 1860 und gegen den Tabellenführer, gegen Eintracht Frankfurt, zweimal 2:1. Die Spiele auch früh verloren, früh die Gegentore kassiert, dann viel das Spiel gemacht, aber eben diese Kaltschnäuzigkeit vermissen lassen, die sie heute an den Tag legen, und damit führt Hoffenheim hier aktuell mit 2, also genau an den richtigen Stellschrauben gedreht. Jetzt hätte Hennig da durchkommen können, aber schafft es nicht, den Ball anzunehmen. Bayern den Ball gut zurückerkämpft, aber dann auch schnell wieder verloren. Dann das Foul. Adin Lizina, der da den schnellen Gegenangriff der Hoffenheimer unterbindet. Immer Zentrum, immer Zentrum, achte Schütze.
Hennig. Fest dazu! Und der kommt wieder durch. Schmidt noch dran, aber das ist das 3:0. Paul Henrich. Damit netzen hier alle Hoffenheimer Offensivspieler. Die beiden auf der 10, Onos und Henrich und Mürstedt mit einem Tor. Ja, gut den Winkel verkürzt da von Marc Schmidt, war ja sogar noch dran, aber der war auch echt mit Kraft geschossen. Paul Henrich auch schon 3 Treffer erzielt. Im Stile eines Top-Stürmers nagelt er den rein. Und das ging jetzt dann doch ein bisschen schnell. Innerhalb von 7 Minuten 3 Tore für Hoffenheim. Und die Frage, was kommt da noch von den Bayern? Mehr als eine Halbzeit hätten sie ja noch, 52 Minuten, um das hier wieder gut zu machen. Aber aktuell sehe ich das noch nicht, weil die Bayern hier in diesem Spiel noch keinen richtig gefährlichen Abschluss hatten. Sie haben viel den Ball, ja, aber sie kommen nicht entscheidend vors Tor, weil Hoffenheim da gut steht und weil Hoffenheim auch immer wieder gefährlich umschaltet. Ich dachte, dass es da gleich schon wieder mit Tempo Richtung Tor geht. Aber nochmal zurückgelegt. Strobel schickt Markanda. Strobel wäre wieder frei, kriegt den Ball nochmal. Und wichtig, dass Gott da dazwischen geht. Jetzt musste sogar da der Linksaußen ganz mit zurückeilen und das Ganze da ausbügeln für die Defensive der Bayern. Erster Eckstoß für die TSG Hoffenheim. Hoffenheim da auch führend in dieser Statistik, hat bisher die zweitmeisten Eckstöße in dieser Saison. Im Schnitt 6 Ecken pro Spiel, die Hoffenheimer sich erspielen. Das jetzt die erste. Getreten von Michela, bringt den mit dem rechten Fuß. Und die Bayern befreien sich. Da hinter dem Tor eben zu sehen gewesen, dass der Bayern-Coach Michael Hartmann auch schon die ganze Mannschaft da, die ganze Ersatzbank zum Warm-up geschickt hat. Kann nicht zufrieden sein mit dem, was er da bislang sieht. Okay, nicht so sehr gut, Kevin. Gut los, weiter! Die Bayern bräuchten zumindest hier noch einen Anschlusstreffer vor der Pause, um irgendwie im Spiel zu bleiben. Paul Scholl. Oh, no.
gewohntes Bild, wenn die Bayern dann mal einen Weg ausmachen, da versuchen über den Flügel nach vorne zu kommen, dann ist dann doch immer schon recht früh im Halbfeld Endstation. Auch Fernandes kommt da nicht durch. Schöne Ballrolle da gewesen von Adam Asmu und dann nur durch einen Foul zu stoppen. Nee, das hat der Linienrichter anders gesehen, sagt Einwurf für Hoffenheim. Komm vor hier, Lars, komm vor hier. Michael Hartmann, ratloser Blick, der Trainer des FC Bayern München, kam neu auch zu dieser Saison als Nachfolger von Danny Galm, der zum SV Sandhausen gewechselt ist, jetzt also einen Drittligisten trainiert. Er wollte einfache Ballverluste vermeiden gegen Hoffenheim, weil er weiß, wie die da zupacken können. Wie gefährlich die im Umschalten sind. Und die einfachen Ballverluste, die haben die Bayern der TSG dann doch gegeben bis hierhin. Und die wurden eiskalt bestraft. Kevin, wach sein, Kevin, wach! Cool! Und wieder so ein Ballgewinn. Makanda. Jetzt geht's durch die Mitte über Fernandes. Scott. Hennig. Aber Mitte gut zugemacht. Abseitsstellung da, deswegen Freistoß für die Bayern. Natürlich Freistoß für Hoffenheim, sorry. Ferdinand Gebert, der den Ball da nochmal weit weghauen will vom eigenen Tor. Hier auf die letzten Minuten der ersten Hälfte. Ein bisschen was wird vermutlich nachgespielt, da es ja auch eine kleine Trinkpause gab. Ball da verstolpert auf die letzten Meter. Florian Micheler. 30 Sekunden noch regulär zu spielen in der zweiten Hälfte und die Bayern, die bräuchten so dringend einen Treffer, um hier dran zu bleiben. So oder so wird das eine Mammutaufgabe für den FCB in Halbzeit 2. Und jetzt hier sogar schon früher Schluss als in unserer Grafik. Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeitpause. Hoffenheim führt mit 3:0 und Hoffenheim führt verdient gegen die Bayern, die den Ball viel bekommen. Hoffenheim überlässt den Münchnern auch den Ball, aber die stehen defensiv so gut, dass die Bayern mit dem Ball nichts anzufangen wissen. Keinen gefährlichen Abschluss erspielt haben in dieser ersten Hälfte und Hoffenheim dagegen dreimal eiskalt zugepackt, dreimal blitzschnell umgeschaltet und so führt Hoffenheim durch die ersten Tore von Mürstedt, von Onos und von Henrich, den drei Offensivkräften mit 3:0 zur Pause. Wir zeigen Ihnen jetzt
die schönsten Szenen der ersten Halbzeit und in einer knappen Viertelstunde sind wir dann zurück zu Durchgang 2. Bis gleich. Thank you.
Die Teams zurück zu Durchgang 2, die TSG, die jetzt anstoßen wird. Der Blick, ob es Wechsel gab bei den Teams, da habe ich bislang nichts gesehen. Sollte da uns doch noch was auffallen, dann reichen wir das selbstverständlich nach. Aber es scheint so, dass die Bayern, obwohl sie bislang ja alles andere als zufrieden sein können, mit derselben Elf in die zweite Halbzeit starten wie zu Beginn dieses Spiels. Alle sind da, nur die Schiedsrichter, die fehlen noch, betreten jetzt auch den Platz hier im Dietmar-Hopp-Stadion. Benannt nach dem Vereinsmäzen der TSG, der das Stadion privat finanziert hat und von 1999 bis zum Bundesliga-Aufstieg im Jahr 2008 war dieser Platz hier auch das Stadion der ersten Mannschaft der TSG. Jetzt wird es noch von der Jugend der zweiten Mannschaft und vom Bundesliga-Team der Frauen genutzt. Im Spitzenspiel der beiden so offensiv starken Teams hat bislang nur die TSG Hoffenheim zugeschlagen. Die beste Offensive der Staffel bis zu diesem Spieltag, nämlich die von Bayern München. Von der war bislang noch gar nichts zu sehen. Die Bayern hier kein einziges Mal gefährlich vors Tor gekommen. Und das muss sich in Halbzeit 2 ändern. Soll es hier noch was werden? Soll es hier noch mal spannend werden? Kleine Auseinandersetzung, aber dann Fair Play, dem Gegenspieler aufgeholfen. Schon ein körperliches Spiel bis hierhin, aber unter dem Strich doch eine faire Partie. Michael Scott. Und es gibt den Elfmeter für den FC Bayern München. Ein Handspiel reklamiert und der Schiedsrichter hat es genauso gesehen. Hier sehen wir es nochmal. Kontakt war es nicht. Nee, das müsste hier schon irgendwo ein Handspiel gewesen sein. Puh. Ja, hier reklamiert er auch Hand, Adin Lizina, aber ich habe es in der Slow-Mo nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Sei es drum, vielleicht haben sie ja genauer hingeschaut. Robert Ramsack übernimmt. Ein Tor, die Bayern schon vom Punkt erzielt. Und auch der passt. Ferdinand Gebert, er ahnt zwar die Ecke, aber Robert Ramsack eiskalt. Drittes Saisontor und das war ganz wichtig für die Bayern, hier schnell nochmal ranzukommen zu Beginn der zweiten Hälfte. Robert Ramsack, Verantwortung übernommen abermals und den Torhüter überlistet. Wieder verlagert!
Scott. Zweite Reihe ungefährlich. Jetzt schauen wir nochmal drauf auf das Handspiel der TSG. Ja, da ist der Arm. Er versucht ihn anzulegen, sicher keine Absicht, aber die Abwehrfläche vergrößert da. Von Dieren, Daktiviren, das war es natürlich auch aus unserer Perspektive auch schlecht zu sehen gewesen, da der Rücken das Bild verdeckt, aber scheint doch in Ordnung zu gehen, dieser Pfiff. Ja, von den Bayern muss offensiv mehr kommen, habe ich immer wieder betont in Durchgang 2. Und bislang funktioniert das ganz gut, der FCB. Er spielt sich hier den nächsten Eckball. Jonathan Asp-Jensen. Langer Ball kommt da über Umwege durch von Izzet Erdal. Weiter, weiter, Hennes, auf geht's! Hennes Behrens, Kapitän der TSG. Alle Spiele gespielt in dieser Saison. Auch letzte Saison schon bei der U19 dabei gewesen. Auch da 9-mal in der Startelf. Also einer, der jetzt schon ordentlich A-Junioren-Erfahrung mitbringt. Henrich. Kein Abnehmer in der Mitte. Ja, da voll in die Beine gegangen. Aussicht auf den Ball gering gewesen. Ja, ordentlich hat es da gerappelt gerade. Nächste Möglichkeit für Hoffenheim, den Ball da gefährlich vors Tor zu bringen. Onos senkt sich schön, aber Fernandes gewinnt das Kopfballduell für die Bayern. Schönes Zuspiel von Asnu, der schickt Asp-Jensen. Fair geklärt. Der nächste Eckball für die Bayern. Ja, spielt den Ball. Izzet Erdal. Starker Sprint, starker Zweikampf. Dennoch bleibt es dabei, dass die Bayern hier viel auffälliger sind in Durchgang. Zwei gefährlicher Kopfball am langen Pfosten. Dann knapp verpasst und bei diesem Kampf um den Ball, bevor Lennart Becker dann am langen Pfosten verpasst, ein Zusammenstoß, da liegen noch zwei Spieler im Strafraum.
sehen wir hier, ja, da fliegen alle kurz mal über den Haufen. Ramsak bleibt liegen auf Seiten der Bayern zum zweiten Mal in diesem Spiel. Und bei der TSG ist es Hennes Behrens, der sich da aufrappeln muss. Geht für beide weiter, wunderbar. Onos. Onos. Behrens. Und gut zurückgearbeitet. Könnte hier, je länger das Spiel wird, auch noch ein entscheidender Faktor werden, dass ja zuletzt Länderspielpause war und beide Teams einige Nationalspieler haben. Einige Spieler, die also zuletzt viele Spiele in kurzer Zeit absolviert haben, da ganz schön ausgelaugt sein können, hat man bislang im Spiel noch nicht so gemerkt. Aber mal sehen, was die Zeit hier noch bringt. Zumindest die Bayern nach dem Seitenwechsel deutlich erstarkt. Haben jetzt da mehr Ideen nach vorne. Wieder die Möglichkeit für Hoffenheim umzuschalten. Onos schickt Michela. Knapp zu hoch. Ecke TSG, war der Keeper da wirklich noch dran? Boah, also für mich hier schwer zu sehen. Ich würde sagen, eher kein Kontakt mehr vom Torhüter. Ah, das war der Fuß da vom zurückgeeilten Lennart Becker, der da also mit ganz viel Einsatz verhindert, dass Hoffenheim hier auf 4 stellt. Florian Michela, immer wieder schöne Impulse nach vorne, auch immer wieder für die Standards zuständig bei der TSG, bringt jetzt den Eckball rein. Und das nächste. Härteres Spiel da, sage ich mal. Das Spiel läuft aber weiter.
Fernandes. Asnu. Okay, das war jetzt kaum Kontakt. Sehen wir nochmal diesen Zweikampf hier. Nee, das war nichts richtig, da weiterspielen zu lassen. Paul Henrich fällt da leicht, womöglich ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen bei seinem Dribbling. Aber ein Strafstoß war das definitiv nicht. Das schien mir jetzt relativ wenig, aber große Beschwerde da. Schiedsrichter Hilsberg muss jetzt aufpassen, dass die Partie ihm nicht entgleitet. Und das ist sicher ein richtiges Zeichen, gelb gegen Asnu, der sich da sowas von vehement beschwert. Sehen wir noch mal diesen Zweikampf. Ja, da war nichts. Beide Teams nutzen das, um ein bisschen was zu trinken, und die TSG Hoffenheim nutzt die kleine Unterbrechung für den ersten Spielerwechsel. Ivinosa Uhuns kommt rein und Paul Scholl. Sorry, David Giermann kommt rein, raus geht's. Kelvin Frees, der gibt die Kapitänsbinde zurück an Hennes Behrens. Frees, der da eben liegen geblieben ist. Mit Applaus verabschiedet, hat ein stabiles Spiel gemacht, der 2 Meter große Innenverteidiger. David Giermann, eigentlich Rechtsverteidiger, deutlich kleiner. Wir werden schauen, was seine Rolle gleich sein wird. Kommunikation jetzt, komm! Mörstedt.
Im Spitzenspiel der beiden offensiv starken Teams haben die Bayern jetzt auch getroffen in Halbzeit 2. Kommt deutlich besser, aber das ist eine wieder richtig gute Chance von Hoffenheim. Paul Henrich. Onos immer wieder auffällig, setzt Henrich in Szene und eine ganz starke Parade von Max Schmidt, der zeigt, warum er der deutsche Nationaltorhüter ist, mit der U17 Europameister geworden, 6 Spiele gemacht bei der EM, 3x0 gespielt. Auch jetzt bei den Bayern die Nummer 1 soll fit gemacht werden für die anstehende Weltmeisterschaft bei den Junioren. Er da einer der Top-Kandidaten. Pflückt den Easy runter. Und wieder mehr von Hoffenheim. Ein zweites Mal muss Schmidt aufpassen gegen Dagdeviren. Der versucht, den Keeper zu tunneln. Die Bayern kriegen sich nicht befreit. Onos. Und jetzt mal wieder Ballkontrolle. FCB, nein! Zu leichter Ballverlust. Schön durchgetankt. Onos. Und Hennes Behrens zuvor stark im Dribbling. Ein ums andere Mal schwimmt jetzt der FC Bayern, nachdem ich eben noch loben wollte, dass sie besser aus der Pause gekommen sind. Dass da mehr nach vorne geht. Aber jetzt in diesen letzten 2 Minuten hier, Hoffenheim mit Chance um Chance. Und das sind große Chancen. Hier sehen wir nochmal Dagdeviren, bekommt den Ball zurück, schön mit dem Kopf verlängert und dann der Versuch durch die Beine von Schmidt, der zumacht. Nach Henrich eben die zweite dicke Chance der TSG innerhalb von nicht mal einer Minute. Und die Bayern wechseln jetzt doppelt offensiv. Rüger und Schubauer neu im Spiel. Kommen rein für Michael Scott und Adin Lizina. Schubauer, da haben wir ihn, gerade eben erst eingewechselt, ist noch frisch. Für ihn die Premiere in dieser Saison, bislang noch keinen Einsatz gehabt für die U19. Kann sowohl Rechtsverteidiger als auch Rechtsaußen offensiv spielen, jetzt in offensiver Rolle. Aspiensen, und da war wieder eine Hand am Ball, hätte ich gesagt. Spiel läuft weiter. Ramsak will es nicht wahrhaben. Wir schauen nochmal. Der Abschluss von Ramsak. Ja, und das war der Ellenbogen. David Giermann. Gelb gegen Aspiensen, der sich da zu viel beschwert hat. Und wir schauen nochmal aus der Hintertor drauf. Ja,
Ja, Ball am Ellenbogen, aber der war schon sehr angelegt. Außerdem der Blick von Giermann da auch vom Ball weg, konnte den ja gar nicht kommen sehen. Hat den Arm bei sich, also meiner Meinung nach okay, den nicht zu geben. Aber Bayern jetzt wütend, drücken weiter. Möglichkeit umzuschalten über Onos. Schöner Ball auf Markanda. Murstedt, Ball gut behauptet, aber da keine Anspielstation gefunden. Maximilian Schubauer. Bayern spielen hier weiter, obwohl da ein Hoffenheimer schon lange am Boden liegt. Paul Henrich. Hoffenheim fordert, dass die Bayern den Ball ins Ausspielen. Machen sie jetzt auch. Konnte gar nicht sehen, wie Henrich da jetzt zum Liegen gekommen ist. Hier knapp hinter der Mittellinie. Und jeder Moment wird hier genutzt, um schnell was zu trinken. Nochmal wirklich sommerliche Temperaturen hier im Dietmar-Hopp-Stadion. Jetzt ein bisschen abgekühlt, trotzdem noch so um die 23 Grad in Hoffenheim. Paul Henrich, ja, das 3:0 erzielt für die TSG. Der ist hier auch gerannt wie blöd heute. Hier sehen wir seinen Treffer nochmal. Geiler Abschluss. Schmidt den Winkel zwar noch verkürzt, aber ja, so schnell bekommt er die Arme nicht hoch und nicht so stabil, dass er den Treffer verhindern konnte. Und es wird nicht weitergehen für Paul Henrich mit diesem 3:0, das sehr wichtig war für die TSG vor der Pause. Verabschiedet er sich aus dem Spiel. Und für den ehemaligen Elversberger kommt rein Milan Rehus. U19-Nationalspieler in der Slowakei. Wurde auch in allen 4 Ligaspielen bei Hoffenheim eingesetzt. Und ein Tor hat er auch schon erzielt. Also dürfte ein guter Ersatz sein.
Grundlinie gut zugemacht. Und das sogar so geschickt gelöst, dass es den Abstoß für Hoffenheim gibt. Viertelstunde noch im Topspiel der Staffel Süd-Südwest. Die Bayern bräuchten einen Sieg, um zumindest bis Sonntag auf Platz 1 zu ziehen. Hoffenheim nach zuletzt zwei Niederlagen, allerdings hier ganz nah dran, wieder einen Sieg zu holen und mit den Bayern punktgleich zu ziehen, wieder anzuschließen an die Spitzengruppe. Ein 6-Punkte-Spiel, das die TSG bis hierhin sehr erfolgreich bestreitet. Vor allem in der ersten Hälfte, da den Bayern den Ball überlassen. Boah! Und das nimmt hier langsam Überhand. Der Bodycheck gegen Hennes Behrens. Die Bayern in der zweiten Hälfte aggressiver, auch körperlicher. Ja, da setzt er sich schön durch und dann volle Breitseite von Fernandes gegen Behrens. Trifft ihn da im Brustbereich. Das muss nicht sein. Versuchten das hohe Anspiel auf Mürstedt, die Hoffenheimer. Ja, Hoffenheim einfach in Durchgang 1 eiskalt gewesen und davon profitieren sie jetzt immer noch. Von den Bayern kommt etwas mehr offensiv in der zweiten Hälfte, aber es tun sich auch immer wieder Räume auf für die TSG. Und so bislang unterm Strich Hoffenheim mit der Nase vorn und für die Bayern nicht mehr viel Zeit, um hier nochmal ranzukommen. Schubauer setzt immer wieder Impulse. Erstes Spiel für ihn. Lange ausgefallen wegen einer Hüftverletzung. Wieder Schubauer. Nicht schlecht. Und es gibt den Eckstoß für die Bayern. Ramsak abermals gefährlich und Hoffenheim muss da dazwischen gehen. Guter Ball von Schubauer und Ramsak. Strobel dann zuletzt am Ball gewesen auf Seiten der TSG. Bayern drücken weiter über Asnu. Alleine bläst, alleine. Makanda gegen 3. Wie wird er das lösen? Kommt nicht durch. Setzt das Foul hinterher. Asnu. Diesmal Mürstedt am Boden. Ja, ist zu sehen, dass viele Spieler, unter anderem Mürstedt, zuletzt bei Nationalmannschaftsmaßnahmen dabei waren. Dann ist alles gut.
dazu ja auch für die Profis den ersten Einsatz gehabt. Mürstedt, der spielt einfach extrem viel hier. Wird jetzt wahrscheinlich runtergehen, denn Marlon Fass macht sich bereit. Hier sehen wir nochmal seinen Treffer. Schön eingeleitet durch Markanda. Noch schöner fand ich ja Mürstedts Vorlage zum 1:0, wo er sich den Ball selbst vorlegt, das Sprintduell gewinnt und dann nochmal querlegt für den Teammate. Ja, so sieht's aus. Mürstedt geht runter, wie vermutet. Marlon Fass kommt rein. Freitag vor einer Woche hat er getroffen für die U23 gegen Rot-Weiß Essen. Auch ein richtig guter Stürmer im letzten Testspiel der U19 gegen die erste Herrenmannschaft der Sportfreunde Schwäbisch Hall gegen einen Verbandsligisten 3 Tore gemacht. Also auch Marlon Fass weiß, wo das Tor steht. Da hat die TSG Hoffenheim ein Luxusproblem auf der Mittelstürmerposition mit Mürstedt und Fass. Sicher auch denkbar für den Coach, hat er mir auch versichert, beide spielen zu lassen. Mal. Behrens. Ja, auch der Ball von Toyota Schmidt nicht gut. Markanda, 4-0, 4-1 natürlich, sorry. Und die Vorentscheidung für die TSG Hoffenheim. Milan Rehus, eingewechselt in der 73. Spielminute, 9 Minuten später mit dem Treffer der U19-Nationalspieler der Slowakei. Zweites Saisontor für Milan Rehus. Und der hat sich auch abgezeichnet in den letzten Minuten. Hoffenheim dem 4-1 näher als München dem 3-2. Und so stattdessen, dass es hier nochmal spannend wird, macht Hoffenheim den Deckel drauf. Wieder schön umgeschaltet. Wieder Markanda mit dem Assist. Und Rehus, der hatte da freie Bahn, klar. Die Bayern, die natürlich ein bisschen aufrücken müssen. Und dadurch ergeben sich da hinten auch mal wieder mehr Räume für Hoffenheim. Die TSG Hoffenheim hat die Effizienz zurück, die in den letzten beiden Ligaspielen gefehlt hat. Und gegen das Top-Team aus München vor diesem Spieltag noch Tabellenzweiter, ist das eine dicke, dicke Ansage an die Konkurrenz der Hoffenheimer Jungs.
Bayern holt noch mal eine Ecke raus. Asenhu gegen Erdal. Ja, wenn Hoffenheim sich weiter so präsentiert, zuletzt ja auch das 6:0 gegen Dortmund im Pokal, dann greifen die ganz oben an in dieser Saison in der Staffel Süd-Südwest. Bayern erspielen sich nochmal eine Ecke. Aber mehr als Ergebniskosmetik dürfte da nicht mehr drin sein beim FC Bayern. Und da ist sie. Vielleicht nochmal schnell nach vorne spielen. Xavier Fernandez. Der Topscorer der Münchner mit dem Anschlusstreffer. Per Kopf schön durchgesetzt. Xavier Fernandez bei 5 Saisontoren hat allerdings im heutigen Duell der Top-Torjäger nicht ausgleichen können, weil das Gegenüber auf der anderen Seite, der Top-Torjäger der TSG, Max Mürstedt, ja auch getroffen hat. Er jetzt mittlerweile bei 6 Toren, nach wie vor Top-Torjäger der Liga. Und der nächste Treffer von Milan Rehus. Doppelpack hier zum Ende des Spiels. Und da kommt auch Teamkollege Max Mürstedt zum Gratulieren vorbei. Das war auch ein schöner Treffer. Und so haben es die Bayern hier vielleicht nochmal minimal spannend gemacht, aber Rehus ein zweites Mal macht er den Deckel drauf und zeigt ganz leise Richtung München. Ein Genuss, der Abschluss von Milan Rehus. Saisontor Nummer 3 für den offensiven Mittelfeldspieler. Krüger. Fernandez hat ja eben per Kopf getroffen, diesmal zu unplatziert, kein Problem für Ferdinand Gebert. Fünf Tore für Hoffenheim gegen das Top-Team aus München und mittlerweile ist das auch in der Höhe verdient. In der Anfangsphase in der ersten Halbzeit, da ging es dann doch recht schnell mit diesen 3 Toren. Das kam plötzlich, aber in der zweiten Halbzeit auch Hoffenheim immer wieder gefährlich geworden. Und das ein oder andere Mal hat Max Schmidt da mit überragenden Rettungstaten Tore verhindert. Also diese Hoffenheimer Offensive, die hat heute richtig brilliert. Wieder Rehus.
Wieder gut aufgepasst. David Giermann. Markanda schickt nochmal Fass, aber Schmidt ist schneller. Markanda, auch Dreh- und Angelpunkt heute, setzt seine offensiven Mitspieler da immer wieder richtig schön in Szene. Nachspielzeit mittlerweile angebrochen. Einen vierten Offiziellen gibt es hier ja nicht in der A-Junioren-Bundesliga. Der Schiedsrichter, der zeigt deshalb mit seinen Fingern die Zeit an. Ich meine, eine 3 gesehen zu haben, 3 Minuten, die es hier noch obendrauf gibt. Auch wenn dieses Spiel hier bereits entschieden ist. Hoffenheim wird die Bayern schlagen, Hoffenheim wird die Bayern verdient schlagen und auch diese 5 Tore waren nicht unverdient. Herber Rückschlag für den dreimaligen Meister der A-Junioren-Bundesliga, den FCB. Die reinkamen bei der TSG, die haben auch noch Bock. Marlon Fass, der da gerade noch mal den Ball hinterhergerannt ist. Milan Rehus, der schon 2-mal getroffen hat. Der Kader der TSG, der ist einfach auch tief besetzt. Das ist wieder Fass. Fass gegen 2, holt den Eckball raus. Und genau wie Rehus hat Marlon Fass auch noch Bock. Hier im Bild zu sehen. Ja, Rückkopf. Didi, Restverteidigung. Didi, Lars, bleib hinten. Didi, geh mit ran. Restverteidigung, komm. Florian Micheler, auch stark die Mitspieler in Szene gesetzt in diesem Spiel. Immer wieder mit guten Flanken, aber auch selbst einen guten Abschluss gehabt. Die letzten 30 Sekunden. Milan Rehus wieder gallig, hält den Ball für die TSG, die jetzt noch einmal die Möglichkeit hat, gefährlich vors Tor zu kommen. Und so gallig, wie die bisher waren, werden sie das auch noch mal versuchen. Hennes Behrens. Ja, und der war dann ein bisschen zu weit gespielt für Milan Rehus. Unpräziser Ball. Sei es drum, das Spiel ist aus. Die TSG Hoffenheim schlägt den FC Bayern München mit 5:2. Und der Sieg, der ist absolut verdient hier im Topspiel. Der FC Bayern München vor diesem Spieltag noch Tabellenzweiter gewesen. Hoffenheim zuletzt 2 Spiele in der Liga verloren, aber der Pokalsieg gegen Dortmund mit 6:0. Und jetzt die nächste Ansage in der Liga gegen den FC Bayern München. 5:2, 5 Tore für die TSG. Und am Ende ist, ich habe es mehrmals betont, diese hohe Anzahl an Toren auf Hoffenheimer Seite auch verdient, weil die offensiv echt gewirbelt haben, weil die in der ersten Halbzeit in den entscheidenden Momenten umgeschaltet haben, kaltschnäuzig waren in der zweiten Halbzeit. Schmidt im Tor der Bayern, der Torhüter der Europameistermannschaft des DFB, der da immer wieder herausragend parieren musste, weil Hoffenheim ihn da ordentlich unter Druck gesetzt hat. Und so sieht der FC Bayern um Lennart Becker, dass es noch einiges zu tun gibt. Er der einzige 05er in dieser sehr jungen Bayern-Mannschaft, die noch weiter zusammenwachsen muss, will sie oben mitspielen in der A-Junioren-Bundesliga.
die natürlich auch einen schmal besetzten Kader hat, der FC Bayern, da viele Spieler in der U23 eingesetzt werden, jetzt viele Spieler auch bei Länderspielen gewesen. Der ein oder andere, der da auch noch nicht ganz fit war für heute, Unsöld, hat sich im Testspiel verletzt, also die Bayern da schon mit leichten Personalsorgen. Müssen schauen, dass sie in den nächsten Wochen wieder punkten. Natürlich heute Abend noch das große zweite Topspiel des FC Bayern München. Mal sehen, ob es die Aktiven besser machen gegen Bayer Leverkusen. Und für den FCB geht es nächsten Sonntag um 13 Uhr schon weiter im Stadtderby gegen 1860. Also da der nächste Kracher, Hoffenheim empfängt, oder nee, Hoffenheim ist zu Gast beim 1. FC Nürnberg. Und das nächste Live-Spiel hier für Sie auf DFB-TV, das gibt es am Sonntag um 11 Uhr. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Das Topspiel dann diesmal in der Staffel West. Der erste gegen den siebten. Und alle Spiele, alle Tore gibt es dann in unserer Torshow zum fünften Spieltag ab Montag auf DFB-TV. Schaut auch da gerne rein. Auch auf dem YouTube-Kanal des DFB gibt es dann wieder alle Spiele, alle Tore hier. Gibt es gleich nochmal die schönsten Szenen des Tages. Und ich, Aaron Glock, nicht Philipp Oppel, was da gerade stand. Das war eine Fehlinformation. Bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Bedanke mich bei dem Übertragungsteam in Hoffenheim und wünsche einen guten Start ins Wochenende. Auf bald bei DFB-TV. Ciao. Thank you.
Spannung, komm! Dagi eng, Dagi eng! Deutlich besser, aber weg hier. Ist das? Flo! Eng jetzt, eng! Eng, Ali! Neu Tor für unsere Mannschaft, auch für unsere Mannschaft. Wieder unser Spieler mit der Nummer 3. Komm nochmal,